Hi, ich bin Sebastian und ich habe die Demo am 18. November in Berlin besucht. Und man kann sagen, was man will, ich war mittendrin statt nur dabei. Es folgen etwa 35 Minuten ungeschnittenes Videomaterial, Szenen, die ganze Welt sehen sollte. Was dort geschah, ist jenseits jeder moralischen Gerechtigkeit. Ich danke an dieser Stelle all den Menschen, die mir nach dem Polizeiangriff geholfen haben und ja, ihre wahre Solidarität damit bewiesen haben. Auf die ganzen GZ-zwangsfinanzierten Verschwörungstheorien will ich an dieser Stelle gar nicht eingehen. Diese entlarven sich immer mehr selbst, also das sind wirklich die wahren Verschwörungstheoretiker. Naja, Bilder sagen ja auch bekanntlich mehr als Worte. Mein YouTube-Kanal mit 34.000 Abonnenten ist genau einen Tag nach diesen Aufnahmen von YouTube gelöscht worden. Genauso wie es vielen Kollegen schon vor mir ergangen ist und es werden auf jeden Fall auch noch weitere folgen. Systemkritik ist unerwünscht und es wird zensiert, wo es nur geht. Und deswegen bist jetzt du gefragt. Sieh dir folgende Aufnahmen an und entscheide, ob sie sehenswert für die Öffentlichkeit sind. Wenn ja, dann verteile dieses Video, wo du kannst. Zeig es allen, zeig ihnen die ungeschnittene Wahrheit. Teile es in der Story, teile es in Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, wo auch immer. Teilt es bitte. Da die App Telegram heute wie das Westfernsehen zu DDR-Zeiten ist, rate ich dir wärmstens, diese zu installieren. Du weißt faktisch gar nichts, wenn du nicht auf Telegram bist und dort den Leuten folgst und die Informationen holst, die du brauchst, um zu verstehen, was hier auf dieser Welt passiert. Folg mir gerne dort oder auch anderen, die dir die andere Seite der Medaille zeigen wollen und mach dir ein eigenes Bild der Situation. Die Zeit der Propagandamedien ist abgelaufen. Bleib tapfer, meine Freunde, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Danke für dein Wirken und denk dran und denk selbst. Gezündet.
was hier abgeht, Leute. Wasserwerfer gegen friedliche Demonstranten. Gegen friedliche Demonstranten. Da geht's Scheißrichter.
Leute, es wird auf jeden Fall gleich ungemütlich. Die Leute formatieren sich schon gefühlt. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Keine Ahnung. Hier liegt auf jeden Fall Pfefferspray in der Luft. Was ich zwischendurch einatme. Ja. Vorne formieren sich Menschen gegen die Polizisten. Keiner hat die Polizisten bis jetzt angegriffen. Sie haben sich nur gewehrt. Wie fühlt sich das an? Wir tun euch nichts, gar nichts. Was sind die Stunden, die Leute? Unterlassen Sie die Angriffe auf eingesetzte Polizeibeamte. Wir sind alle friedlich, hier ist gerade irgendein Böller gezündet worden, Leute. Und der Die Tür ist verdammt, die Tür ist verdammt, die Tür ist verdammt, die Tür ist verdammt, die Tür ist verdammt.
Wir können nicht genau die gleiche Scheiße machen. Nein, natürlich nicht. Ich befürworte das nicht. Ehrlich, es tut mir mega leid, dass... Und machen Sie auf den Rand des Kerns!
Wasserwerfer rücken vor. Die Leute bleiben hier stehen. Es ist, bleib da drauf, ja? Bleib drauf und bleib bei mir. Du bleibst einfach bei mir. Sebastian, bleib ganz locker. Ganz locker. Komm her, bleib bei mir. Du bleibst bei mir. Wir versuchen hier die Leute zurückzudrängen mit allem, was geht. Wir versuchen hier die Leute zurückzudrängen mit allem, was geht. Wir sind etwas hier läuft, Leute. Es ist absolut die Oberkatastrophe. Das ist kein friedlicher Protest. Hier sind alte Leute bei. Hier sind Frauen bei. So, ja, was soll ich machen? Katastrophe, katastrophale Bilder, die wir gerade haben.
aus. Alles gut. Hinsitzen. Okay, hast du noch Wasser? Ja, hier. Wasser. Mach den Kopf. Mach die Augen auf. Augen auf. Nein, war schon im ersten Gesicht ab. Mehr. Hier, ich hab Augentropfen. Ich hab Augentropfen. Ich hab Augentropfen. Ich kann die Augen jetzt auch nicht. Das Wichtigste ist, dass ich das nachher auf meinen Kanal Wasser? Habt ihr Wasser?
brauchen keine Leute mehr. Er hat alles. Ich habe Amikazüge gelassen. Ja, aber ich glaube nicht, dass ich das in die Atemwege bekomme. Weil die Atemwege, aber das heißt gar nicht. Ja, aber ich würde auf der Erste Hilfe gut und für Schock auch. Nein, nein, sie hat einfach mal Schmerz. Kann gar nichts. Was macht denn der Kreislauf? Alles okay. Beschiss, also, okay, warte mal. Das ist nicht stabil. Hör auf. Okay. Das ist jetzt beschiss. Kann ich dir was geben für Kreislauf? Das ist Pfefferminze. Aber sehr intensiv. Nee, das kann ja nicht. Nee? Okay. Mit der Auge hat es ganz gut, scheint ganz gut geholfen zu haben. Magst du ein paar Arnika-Kübel? Ja, nehmen die diesen gut. Nehmen die einfach. Das kann ich schon. Nein, nur im Mund nehmen und mehr lassen. Die zergehen im Mund. Über die Schlaumhaut, du musst nur im Mund nehmen. Okay. Mach dir mal deine Hand und halte mal ein bisschen mehr als so. Genau. Einfach im Mund lassen und gar nichts mehr machen. 30. 200, okay, perfekt. Das wird schnell. Ich grüße dir die Daumen und danke. Dankeschön. Danke. Danke. Wenn man es hat, das Wenigste, was man tun kann. In diesem Moment wurde ein Sanitäter für mich aufgesucht, doch es wurde keiner gefunden. Und kurze Zeit später wurde ich zu einem freiwilligen Sanitäter geführt, der am Brandenburger Tor seine Dienste verrichtet hat. Und der hat mir geholfen, meine Augen auszuspülen. Und was er gesagt hat, hat es in sich. Ich möchte die Szenen euch nicht vorenthalten und was danach mit ihm auch geschah. Ja, warum geht das bei Luft? Das ist Essgas. Das ist verboten. Das ist verboten. Das greift dich in den Lungenschlag heute an. Das ist normal. Mittlerweile an die 40 Verletzte. 7 Schwerverletzte und einen Herzinfarkt, und wir haben auch Polizisten geholfen. Und die haben uns dann gedroht, uns zu verhaften, wenn wir weiterhin den Menschen hier helfen. Also. Wir wurden dreimal darauf aufmerksam gemacht, wenn wir den Platz jetzt nicht sofort verlassen, da haben wir auch festgenommen. Wir sind stolz auf euch. Ja. Vielen Dank. Gute Arbeit gemacht, Jungs. Danke. Sieben Polizisten und so sind verletzbar. Und auch die Demonstranten, weil ich bin neutral. Die haben uns gedroht, die nehmen uns sofort fest, wenn wir hier verschwinden. Wir haben unsere Hinterbeine getroffen und verletzt. Das ist eure Scheiße, das ist eure Polizei. Till it broke open and rained down, it rained down like